Moin, ein Zauber von mir heute einmal zu der neuesten, Kollektion oder dem neuesten Set von Pokémon. Das ist einmal Entwicklung von Paldea, das deutsche Set. Das Ganze ist ein komplettes Display, wie wir hier sehen, noch original verpackt. Das ist erstmal das Artwork, brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Und so wie immer kommen hier ein, zwei Booster zu einem nach Hause. Und ich möchte auch gar nicht so viel da drum rumschnacken. Wir schauen mal direkt rein. Wir haben auf jeden Fall einige wiederkehrende Pokémon. Wir haben auch ein paar, die ihr Debüt feiern in diesem Set. Und wir schauen uns so insgesamt eigentlich ein sehr spaßiges Opening werden. Und so sieht das Ganze theoretisch aus, wenn man es als Display aufstellen würde. Und dann haben wir unterschiedliche Artworks. Da haben wir einmal hier die drei Starter, die uns hier auch direkt schon begrüßen. Dann einmal die beiden Legendären, die eben hier auch mit drin sind. Und aus irgendeinem Grund haben sie sich entschieden, den Fisch außen vor zu lassen. Aber auch das ist ja in Ordnung. Was ganz schön ist, wir müssen hier keine großen Card-Tricks machen. Das heißt, wir können direkt loslegen. Denn in dem Set sind eben ja die Energy-Karten mal ganz hinten. Und dementsprechend würde ich darauf verzichten, hier irgendwie unnötig Ballast rauszuhauen. Wir packen hier mal unser Display hin. Ich habe hier auch ein paar Hüllen schon parat. Die legen wir uns auch einfach mal zur Seite. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Ganzen und hoffen auf den ein oder anderen Banger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie die Pull-Rate hier ist, aber auch das werden wir rausfinden. Und ja, viel Spaß beim Opening. Und wir legen direkt los. Was man hier schon sehen kann, das Ganze lässt sich sehr schön öffnen. Das ist mir bei dem Elite-Trainer-Box auch schon aufgefallen. Und das macht das Ganze natürlich auch sehr angenehm, weil wir können ganz einfach hier eben die Karten rausholen, ohne irgendwas groß darum zu wuseln. Hier ist schon mal das Wasser-Tau raus, unser erster Reverse, zweiter Reverse und das erste ist einfach ein Standard-Holo. Aber das wird heute auch noch öfter passieren. Am Ende des Tages haben wir ja hier eben ein ganzes Display. Das heißt, es ist eine bestimmte Anzahl an Hits eben vorgegeben. Wir können das ja hier mal nach Seiten aufteilen. So, wir haben einmal unsere Reverse, unsere Holos und besseren Hits. Und das ist dann einfach unser erster Bereich. Das hier geht natürlich jetzt, ja doch, geht es auch wieder so einfach auf. Ich hoffe auf jeden Fall auf den einen oder anderen Hit, besonders das Alt-A von Carpador hätte ich persönlich sehr gerne in diesem Set hier. Ich finde das nämlich auf jeden Fall sehr cool gestaltet. Und wäre natürlich ganz cool, wenn wir das hier rausziehen können. Aber wie immer, ein bisschen Glück braucht man. Und hier haben wir schon mal unseren ersten Hit. Das ist, ja, ist das ein Altart? Ne, wahrscheinlich nicht ganz. Und hier noch ein Holo dazu. Aber wir haben auf jeden Fall ein cooles Ding. Ich glaube, gehört zu dieser Gallery-Version. Ich steige langsam auch nicht mehr so ganz durch die einzelnen Bezeichnungen, aber auf jeden Fall ein cooles Ding. Und im zweiten Booster direkt einmal ein Hol. Ein Hol. Ein Pull. So, Holos. Die sind ja garantiert mindestens eine immer. Und wir machen direkt weiter und hoffen auf das Beste. So, einmal eine Codekarte wieder. Und dann schauen wir mal. Micro, Magnetilo, Legios, Fadrivi, Tragini, Muntir, Kommandantur, Felino, Full Art. Eine Full Art Trainerkarte. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Deswegen hatte ich das Ganze noch in meiner Hand. Aber Back to Back, zwei Hits. Ist ganz cool. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das hier ist. Ich habe die Games zwar gespielt, aber es kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, der junge Mann. Aber gut, ist auf jeden Fall ein Treffer. So, ansonsten, Felino hat auch diese nice, coole neue Entwicklung, die Paldea. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die auch Morlord in dem Fall heißt, aber die würde ich auch sehr gerne ziehen. Und da vielleicht sogar die ganz normale EX-Version. Aber das werden wir sehen. Wir haben ja, wie gesagt, unsere EX-Hits und Shinux. Wir haben dazu dann natürlich auch noch die Crystallized Pokémon, Gyarados, cooles Artwork. Und dann haben wir natürlich noch unsere Secret Rares und Altarts und dann die ganzen Goldstars und Full Arts. Also da ist wieder einiges drin auf jeden Fall. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool,
dass wir mittlerweile so viel Variation haben, was auch Hits angeht. Und ja, wir hoffen mal auf das Beste hier. Gavrik, Makuhita, Britzigel, Elektroball, Apikti, nochmal Britzigel, Azumarill, Sogapu und unsere erste EX-Card. So, die schauen wir uns gleich mal in Ruhe an. Ich will einmal kurz gucken, habe ich hier zweimal, aber Britzigel zweimal in einem Booster gehabt, tatsächlich. Ich war gerade kurz irritiert. Wir haben hier einmal diesen Bird, ja, der Cavallaro oder so, glaube ich, spricht man es aus, hat hier dieses Star-Pattern. Ich versuche das mal, kann man das hier irgendwie ganz gut einfangen? Nicht so richtig, aber der hat auf jeden Fall so kleine Stern-Patterns damit drin. Und wird auch natürlich direkt eingetütet. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als EX unbedingt sehen wollen würde. Aber nehmen wir natürlich mit. Wir packen sie mal hier hin. Ist ein bisschen weniger vom Rare Factor her. Ist nur eine 2 Sterne. Und die beiden hier sind natürlich ein bisschen mehr gewesen. Aber bisher läuft es ja. So. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch möglich ist. Wahrscheinlich auch 2 Hits in einem Pack zu haben. Das war ja bei Crown Zenith öfter mal der Fall. Das hat auch definitiv richtig gebockt, wenn man da so ein bisschen Luck hatte. Für mich ist erstmal wichtig, oder wäre es schön, wenn wir diesmal nicht in unser Flamengo hat auch eine sehr coole Altart hier in dem Set. Mami Morba, genau das wollte ich gerade sagen, ey, die Goldkarte. Ey, wenn wir bei dem Set diesmal in diesem Display ausnahmsweise mal nicht unsere Goldkarte mit Energie verschwenden, aber genau das ist jetzt wieder passiert. Das passiert irgendwie immer. Ich habe irgendwie fast immer nur die Energy Cards als die Gold Cards. Aber gut. It is what it is. Und wir haben hier gerade einen Hit nach dem nächsten. Das ist erstmal ja soweit ganz nett. Aber ätzend ist es trotzdem. Ich würde ganz gerne auch mal eine andere Gold Card ziehen und nicht immer nur irgendwelche Energy Cards. So. Dann haben wir hier Gold Card. So, Kapuno, Carpador, Flegmon, Leufeo, Diodino, Fimips, Koval, nochmal Zwips, Into Frospino und Holo. Okay, soweit, so gut. Wir schauen uns das sofort einmal an. Ich muss hier ein bisschen die Ordnung halten. Der ist da abgestürzt, der gehört da nicht hin. So, und dann haben wir dieses kleine Modell hier, Frospino. Und da ist auch ganz cool, da ist die komplette Evolution Line in diesem Artwork. Ich finde auch dieses Artwork super cool. Hat so ein bisschen was Künstlerisches. Die komplette Entwicklungsreihe in diesem Jump drin. Und da, finde ich, kann man auf jeden Fall nichts sagen, weil das ist wirklich eine sehr coole Idee. Und ich mag das Pokémon auch super gerne. Wenn wir da vielleicht noch den einen oder anderen von kriegen. Wäre cool, wenn wir da die ganze Reihe schaffen. Aber das bezweifelt, dass das in einem Display möglich ist. Aber ich weiß es nicht, habe ich null mit dem Display auseinandergesetzt, hatte sehr viel Vorfreude drauf und dementsprechend einfach ja, versucht, möglichst viele Spoiler zu umgehen. Nitilo, Legios, Hadribi, Pomeluff, Amura, Kolossan, Raichu, Blip, Hospio und Despotar. Also hier kein Hit diesmal, aber das ist in Ordnung. Wir sind bisher, glaube ich, ganz gut dabei. Also ich würde sagen, wir haben ungefähr ein Viertel abgegrast von unserem Display hier und dementsprechend ja noch ordentlich Luft nach oben und der ein oder andere Hit auch ja schon gelandet. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, mehr als eine Goldkarte zu ziehen. Das werden wir rausfinden. Auf jeden Fall sind ja die Goldkarten auch mit 3 goldenen Sternen versehen, also wirklich das Rareste vom Raresten. Ich weiß nicht, ob das vorgegeben ist in so einem Display. Ob da maximal eine drin sein kann. Wuffels, Pamo, Lavita, Skunkapu, Kamoa, Dumisitz Entwicklung, Pupita, Forigita und ja, nichts Besonderes dabei diesmal. Ich muss vielleicht doch wieder ein bisschen anders die Karten ziehen. Das Ganze ist ein bisschen sticky heute. Liegt aber auch daran, dass es ein bisschen wärmer die Tage geworden ist. So, machen wir direkt weiter. Und einmal eine Codecard. Und Girafferig, Tropius, Superball, Hospos, Motibis, Crispino, Pino, Felori, Forgutida und Luxtra. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Luxtra-Line oder Luxio, wie auch immer, wo man das
betiteln möchte, auf jeden Fall immer sehr viel Liebe bekommen von der Pokémon Company. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich irgendwie ein Fan-Favorite ist, aber ich habe das Gefühl, es gibt super viele Karten und Sets, wo das kleine Ding mit drin ist. Frage ich mich was heute warum. Ich fand es früher als Kind auch tatsächlich ziemlich nice. Mittlerweile hängt es mir ein bisschen raus. Aber ja gut, wenn es ne, Beliebtheit gerade da ist, dann kann ich es nachvollziehen. Ich weiß es aber eben nicht so ganz. Und wieder nix. Aber ja, vielleicht weiß der eine oder andere was und kann dazu mal was sagen oder allgemein mal, wie ihr das Ding findet. Und ich würde sagen, wir brauchen mal langsam wieder einen Hit hier. So, einmal Codecard und dann geht's wieder los. Was ich sehr angenehm finde tatsächlich gerade ist, dass wir nicht diesen Card-Trick immer machen müssen. Dadurch wird das Video natürlich auch insgesamt ein bisschen kürzer. Das ist auch schön. Die Wartezeit für euch ist auch kürzer und ich muss hier auch nicht immer so viel rumwuseln. Das macht das Ganze deutlich angenehmer. So, ich würde sagen, wir haben da noch ungefähr 6 Booster nachdem. Dann haben wir die Hälfte durch. Ich würde mal behaupten, da ist auch noch was machbar. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. So, dann Kramorx, sehr cooles Artwork. Traumfugil, Sneeble, Molimorba, Luxio, Leuchtenergie, Abedomnum, Snebuna, Trainerstudio und noch eine ganz normale Holo. Gut, also wenn man jetzt theoretisch im Laden sich immer die vordersten Booster nimmt, hätte die Person, die jetzt irgendwie die letzten paar Booster sich geholt hätte, so gar nichts gehabt. Natürlich ein bisschen Enttäuschung. Bisher läuft keine Holo doppelt. Das ist auch ganz cool. Ich finde auch das mit den Holos nach wie vor ganz cool, dass es insgesamt so viele gibt und immer garantiert. Das macht es ein bisschen ja, netter. Cooles Flegmon-Artwork. Natürlich sind dadurch die Holos insgesamt vom Wert her natürlich deutlich geringer, da ja immer ein Garant dabei ist. Aber aha, so, jawohl. So, wir haben hier unseren EX. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ach ja, bei den Holos machen die ein bisschen geringer, aber es ist halt immer noch ein cooles, ja, Ding, dass man eine bekommt, garantiert, und macht die Booster wenigstens ein bisschen interessanter. Super hässliches Pokémon, meiner Meinung nach. Viele finden es super, meins ist es überhaupt nicht. Also bisher von den EXen nicht das, worauf ich gehofft habe. Aber auch da ist ja noch ein bisschen was drin. Unmöglich, denke ich. Und wie gesagt, ich hoffe auf die Entwicklung von Felino. Das wäre so die EX, die ich gerne hätte. Muss nicht mal. Gibt es auch in Full Art. Ich finde die, glaube ich, so ein normal EX in dem Set cooler. Aber wir schauen mal. Unser eine Full Art Slot haben wir ja schon wieder mit dem Trainer abgedeckt. Das Flak habe ich auch immer so. Und das zweite Tauros haben wir hier. Mundtier, Tanzer und Holo. So, jetzt haben wir hier noch 4 Booster. Und dann haben wir die Hälfte durch. Wir schauen mal, ob hier noch was machbar ist. So, einmal Code Card. Und Lavitas, Sankapu, Tornudel, Knabon, Mimaka, Sendai, Unheilvolle Schlinge, Quarks, Bummels und noch eine Holo. Und nach wie vor wirklich nichts doppelt an Holos. Das ist beachtlich. Ich wusste nicht, dass hier tatsächlich in dem Set so viele Holo-Hits drin sind. Aber das macht es nicht unbedingt schlechter, muss ich gestehen. Und auch gar nicht ganz erfreulich. So, Code Card. So, Minky, Mutogel, Superangel, Liebeskuss, Amora, Kodosai, Haichu, Oldlip, Pinon. Da ist der erste doppelte Hit. Das ist in Ordnung, das akzeptiere ich doch. Und kommen zum Ende der ersten Hälfte, Seite, wie auch immer. Das ist die rechte Seite. Ist ja auch immer so eine Frage. Manche behaupten ja, dass manche Seiten mehr Lack haben als andere. Finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Traumfugil, Sneeble, Ulimorba, Cornwin, Vladin, Tauros, Knuddeluff, Shinux, Rex Blizzard. So, und das letzte Pack von der Hälfte. Wir schauen einfach mal direkt, was sich da drin verbirgt. Und dann gucken wir auch mal die grob erste Ausbeute und ob sich das für die andere Hälfte ja, ähnlich verhält. Code Card. Schneebedeck, Kiri, Voltoball, Clavel, Mortibus, Crispio, Pino, Hinte, Klevle und Krippuk. So, damit sind wir mit der Hälfte der Booster durch. Ups.
Und wir haben zwei EX-Karten, wir haben eine Goldkarte, eine Full Art und zwei von diesen ja, Gallery Cards gezogen. Also 2, 2 und 2. Schieben die erstmal hier rüber. So, und dann können wir das ja mal vergleichen. Was hier noch eventuell kommt oder auch nicht kommt. Und wie sich das verhält. Die Hodos ziehen wir auch mal zur Seite, dass das hier nicht so überhand nimmt und umfällt. So, Holo, Reverse, Holo Slots. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Hälfte direkt rein und verzbaseln uns hier gar nicht lange und machen das Video künstlich länger. Denn am Ende sind wir ja alle hier nur interessiert, sind wir ehrlich, was sich hier drin verbirgt. Und da ist meine Größe vom Kanal ja auch wirklich nicht so riesig. Also ich weiß, die Leute sind nicht hier, wenn sie mein Gelaber hören wollen, sondern die wollen einfach nur Content haben. So, Flegmon, Floyfeo und oh come on. Also ja, Hit ist da, aber jetzt haben wir nochmal diesen Bird und jetzt in Full Art. Ach, come on, ey. Okay. So, aber startet stark die erste Hälfte, das können wir schon mal festhalten. Aber damit sind dann, glaube ich, die Full Arts aufgebraucht tatsächlich. Und ja, beides jetzt nicht unbedingt etwas, was ich unbedingt hätte sehen wollen. Aber stecken wir nicht drin, können wir nicht beeinflussen. So, dann schauen wir mal direkt weiter, was hier passiert. Liebesgruß, Leibdrohne, Fabrika, Sprindalas, Wuffels, Falke, Holo, das war's. Zack. So, Holo packen wir mal hier an die Seite. Da muss doch noch ein bisschen was drin sein. Man muss einfach. Ich muss unbedingt dieses Ding von Felino haben. Es kann nicht sein, dass ich hier ohne dem rausgehe. Blip. Spino, Azu, Merrill, Hornweise, Kupuni, Pamo, Merrill. Rufen ab hier EX. Das finde ich ganz cool. Das ist ein cooles Pokémon. Hat auch diesen Sterneffekt, da konnte man das eben gerade, habe ich gesehen, ganz gut sehen. Probier es so gut es geht. Hier kann man es gerade sehen an der Ecke. Und sonst auch ein sehr nices Artwork. Ist auch nicht so auf 3D gemacht, finde ich ganz cool. Sonst ein bisschen mehr gezeichnet. Und ja, machen wir direkt weiter. Und schauen wir mal, wie das ähnlich verhält. Also wir haben theoretisch schon jedem immer zwei gezogen. Jetzt haben wir also eine von zwei EX, wenn es so funktioniert. Einmal Full Art. Und gucken mal, wie sich das hier weiterentwickelt an der Stelle. Knuddeluff. Komm schon, Filino, ey. Lass mich nicht hängen. Sweeps, Flinival, von denen haben wir ja schon, keine Ahnung, wie viele Artworks gesehen. Traumfugil, Chrysso in Snibuna. Ja, also ich weiß nicht, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum die Pokémon Company nicht einfach alle von den neuen Pokémon jetzt in dieses Set reingeböllert hat und stattdessen lieber, weiß ich nicht, die Starter nochmal, die wir ja schon in mehrfacher Artwork ja, Präsentation gesehen haben in dem letzten Display-Set, wie auch immer wir es nennen wollen. Aber auch hier haben wir noch mehr davon bekommen. Und dann noch mit Altart und sonstigem Krokel. Oh yes! Jawohl, also das hier schauen wir uns gleich mal an. Ey, das ist etwas, wo habe ich auch drauf gesetzt und gehofft. Sehr cool auf jeden Fall. Und hier habe ich missgebaut. So. Das Ganze tüten wir mal direkt ein. Hat auch Oberflächenstruktur und das ist einer von den legendären. Und das ist ja Goldfisch. Und ich finde, in dem Artwork ist der wirklich richtig geil. Das ist das Altart. Also unser zweiter Full Altart. So, der gehört in diese Sektion hier. Und damit würde ich behaupten, ist das aufgebraucht, was das angeht. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber zumindest im Verhältnis wäre es jetzt, dass die Spalte da aufgebraucht ist. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall aber sehr cool. Über den freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und hoffe, dass wir hier noch den ein oder anderen weiteren coolen Hit abgreifen können. So, da ist nichts. Tauros.
Pamamoamo oder wie er sich schimpft, habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dass der so viele Artworks already hat, weil ich finde ihn überhaupt nicht cool, auch von der Evolution-Line her, da verändert sich so wenig, ich verstehe überhaupt nicht, ja, was es mit dem Kandidaten da so wirklich auf sich haben soll, aber auch da stecken wir nicht drin, vielleicht ist auch wieder irgendwas, was ich nicht weiß, dass das super beliebt ist und ich bin einer der wenigen, die da sagen, nicht so ganz meins. Aber genau, wir schauen einfach. So, bisher, die linke Seite gefällt mir von den Hits her besser. Also von den Pokémon her. Klar, bisher auf der rechten Seite eine Goldkarte. Ist natürlich vom Wert her ein bisschen interessanter. Aber, ja, ich weiß nicht, allein für den Fisch, finde ich, hat sich die Seite hier schon mehr rentiert. Ich glaube, ich habe eben gerade schon was durchscheinen sehen, dass hier auch ein Hit drin ist. Ah, doch nicht. Ah, da habe ich mich von der Border ein bisschen irritieren lassen. Das ist so eine Sache. Die Holo-Borders. Codekarte. Zwips, Felori, Magnetilo, Gazioli, Mogelbaum, Kusha, Rasa, Reverse Holo into Holo. Also auch hier wieder nicht ganz so besonders. So, dann wollen wir mal schauen, was hier noch möglich ist und hoffen mal auf das Beste. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster. Und rein von der Logik her müssten wir noch mindestens 3 Hits kriegen. Ich bin ja gespannt, ob das wirklich der Fall ist. Oder ob zum Beispiel die Goldcard nicht einen anderen Slot belegt und wir stattdessen einen Hit weniger auf der Seite kriegen. Aber das werden wir herausfinden. So, Bummels, Felino. Eine Karte, die verkehrt rum ist. Interessant. Kabuno, FM, Diodono, ich bin da, Sapiolo, blop, blop. Och, come on. Oh mein Gott, ey. What are the chances, ey? Was zur Hölle? Ich hasse diesen Bird, ey. Jetzt haben wir ihn zweimal in einem Display. Ich meine jetzt mal ernsthaft. Was soll das? Es sind so viele X-Karten möglich. Und wir ziehen einfach in unserem ersten Display gleich eine doppelt. Aber das ist wirklich enttäuschend gerade. Und dann auch vorhin diesen Bird. Also, ach nee. Ich möchte am liebsten gar nichts zu sagen. Das nehmen wir jetzt einfach so hin, wie es ist. Reden nicht lange drüber. Ansonsten kippt hier die Stimmung bei mir. Mikrik, Shinox, Micro, Pikachu, Traumagil, Toxicroak, Micro, Tribal und ja, Holo. Oh nee, wenn ich den da schon sehe, ey. Nee, jetzt haben wir jetzt dreimal diesen bescheidenen Vogel, nehmen wir ihn jetzt mal. Einmal als Full Art EX und zweimal als EX. Ich weiß nicht warum. Also das ist mir wirklich ein großes Rätsel, was das jetzt soll. Fedori, Quax, Knabo, Reluk, Velikosa, Mips, Drohne, oh, Felino, come on. Okay. Ist cool mit Felino, aber ich wollte eigentlich halt gerne in Entwicklung. Ich habe zwar gesagt, Felino, lass mich nicht im Stich. Hat er hier in dem Fall ja auch nicht getan, aber ja, habe ich auch was anderes gesetzt. So, und theoretisch ein noch. Und dann wäre das theoretisch das Lack aufgebraucht. 4 Booster haben wir noch. Mal gucken. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht haben wir ja wirklich noch den einen oder anderen Hit hier drin. Aber rein theoretisch dürfte es noch eins sein. Krokel, Lokroko, Pilippa, Tropius, Pupita, Holo. So, die letzten 3. Habe ich mir wirklich ein bisschen mehr von dem Display. Einfach nur von dem, was ich gerne hätte. Aber wenn ich eins gelernt habe, dass es meistens so ist, Ruark war mir auch nicht vergönnt und ich habe es am Ende aufgegeben. Aber ja, weiß nicht. Dreimal diesen Vogel ist halt wirklich jetzt, wo ich denke, puh. Da meint jemand wirklich nicht zu gut mit mir und dem Puls. So, vorletzte Booster. Also entweder hier noch ein Hit oder im letzten. Oder die Theorie, dass es immer ähnlich ist, funktioniert nicht. Gut, nix. Eigentlich müsste ich jetzt noch eine Goldstar-Karte im letzten Booster drin sein.
Oder es ist wirklich Zufall und wir sind einfach auf der rechten Seite luckier gewesen. Ich vermute aber, dass hier jetzt noch eine Goldstar-Karte drin ist in unserem Last Pack Magic. Wäre zumindest ein gutes Ende, wenn es denn was Solides ist. Komm schon. Und keines. Nein, es ist kein Garant. Okay, alles klar. Also linke Seite deutlich schwächer hier. Hat stark angefangen, dann kam der Bird und der Bird dazu, hat mich enttäuscht. Die zwei hier plus das Ufner 4, ganz solide. Aber auf jeden Fall die schwächere Seite. Einmal im Vergleich zu Goldstar und Co. Goldkarte und Co. ist die Seite insgesamt natürlich besser ausgefallen. Und ja, das soll es dann auch sein. Und das war das ganze Display. Alles weg, leider. Und genau, vielleicht hat es euch gefallen, lasst gerne ein Like da und damit war es das.